Willkommen zu Technically. Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Technically auf Deutsch. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle da seid. Wir sind noch um einiges zahlreicher als beim letzten, bei der letzten Episode. Ich bin heute hier wieder in meinem kleinen Studio. Genau genommen ist es nicht mein Studio, sondern es ist Nikos Studio. Eigentlich sitze ich an Nikos Arbeitsplatz. Nico macht den ganzen Tag Bootcamps und spricht deswegen in diese Kamera und in dieses Mikrofon und ich darf mir seinen Arbeitsplatz dafür ausleihen. Und heute habe ich mir auch gleich den Nico mit dazu ausgeliehen. Ich habe vorhin gesagt, er ist so wie mein Herbert Feuerstein. Wir versuchen das zu etablieren und er sitzt einfach nur souverän im Hintergrund, lacht ab und zu, macht vielleicht Witze. Weiß nicht, ob ihr die dann hört oder ob ich das Mikro gerade aus habe. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich hier wieder sitzen darf. Freue mich, dass es wieder funktioniert hat. Freue mich ganz besonders über den Marc, der uns heute sein Thema präsentieren wird. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass das alles tatsächlich sehr spontan zustande gekommen ist, erst letzte Woche. Bis dahin war nicht so ganz klar, wen wir heute hier begrüßen dürfen und ob wir überhaupt jemanden begrüßen dürfen oder ob ich euch alleine unterhalte. Nein, das war nicht die Frage. Der Marc hat sich sehr spontan noch bereit erklärt, dazu zu stoßen und ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema beizusteuern, nämlich das Thema Alternativtexte. Oder eigentlich heißt, Marc, wir können da später noch kurz das hinterfragen, heißt dein Thema ja Alternativen für Nicht-Textinhalte und hält sich damit ziemlich deutlich an den Namen des zugehörigen WCAG-Kriteriums 111, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist ein bisschen kryptisch natürlich. Da könnte natürlich auch noch mehr drin stecken als einfach nur Alternativtexte für Bilder. Ich bin sehr gespannt, was du aus diesem Thema rausholst. Und so wie du gerade schon lachst, hast du ein bisschen was auf Lager, habe ich fast die Vermutung. Ich hoffe. Bevor ich dich gleich kurz vorstelle noch und ein bisschen was über dich und mich erzähle, oh, das war jetzt ein guter Spannungsbogen, oder vielleicht noch kurz ein bisschen Housekeeping. Zum einen freue ich mich, dass ihr da seid, will euch darauf hinweisen, Technically hat jetzt keinen ausdrücklichen Code of Conduct, aber ich nutze die Gelegenheit und sage dann hiermit einfach, es gilt der Code of Conduct, der auch für die Accessibility Club Veranstaltungen gilt. Ich habe einen Link dazu, den schmeiße ich mal schnell hier in den Chat mit rein, wenn ich das finde. Transkript suchen, nein, das ist es nicht. Bin gerade, glaube ich, irgendwie nicht in der Lage, hier was in den Chat reinzuschreiben. Doch, ich kopiere euch mal kurz den Link zu unserem Code of Conduct, falls den jemand nachlesen möchte. Ich fasse den ganz grob zusammen. Der besagt, dass wir uns in diesem Kanal und in dieser Veranstaltung alle gut behandeln, lieb zueinander sind, gegenseitig nicht ärgern. Wir wollen hier alle eine gute Zeit miteinander verbringen. Und ich hoffe, dass wir das hinbekommen, falls sich jemand von euch nicht gut behandelt fühlt oder unwohl fühlt, dann wendet euch bitte gerne an mich, schreibt mir eine private Nachricht, entweder hier auf dem Zoom-Chat oder auf Twitter oder eine E-Mail, wo auch immer, und wir werden es für euch auf jeden Fall regeln. Das ist das eine, was ich sagen möchte. Das zweite ist eine kleine Warnung in Anführungszeichen. Wir sind hier in einem ganz normalen Zoom-Call. Das bedeutet, alle von euch, die ihre Kamera anhaben, sind natürlich für alle anderen, die hier in den Zoom-Call reinschauen, zu sehen. Bitte seid euch darüber im Klaren. Der Michael, der hier im Kanal auch mit drin ist und der für die Aufnahme zuständig ist, ist vom Tenon-Team. Tenon ist ein amerikanischer Dienst, mit dem man Websites auf Barrierefreiheit testen kann. Und Karl, der Chef von Tenon mit seinem Team, ist sozusagen der Initiator von Technically. Und die Aufnahme von dieser Session heute läuft auch über den Michael, der sich dafür drum kümmert. Und es kann sein, dass es eventuell im Zusammenschnitt später mal zu der Situation kommt, dass außer meinem Gesicht und Marks Gesicht auch noch andere von euch zu sehen sind. Ich will nur darauf hinweisen, bitte seid euch darüber im Klaren. Und wenn ihr nicht zu sehen sein möchtet, dann schaltet bitte gerne eure Kamera aus. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich super, wenn wir uns auch sehen können. Speziell später zum Fragen- und Antworten-Teil, wenn wir den haben, wäre es natürlich toll, wenn wir uns dabei auch anschauen können. Apropos sehen, ich sehe, dass wir jetzt 33 Leute sind. Ich sehe ein paar wirklich tolle Namen in der Liste. Menschen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, Freunde,
Kunden, Studierende. Ich bin total begeistert. Wir haben wirklich das erste Mal, also letztes Mal bei der ersten Episode waren wir ein bisschen weniger, da war das auch noch alles ein bisschen unbekannter. Jetzt habe ich das erste Mal, ich fühle mich auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, deswegen seit 1,5 Jahren Corona und keiner Veranstaltung, die ich in der Zeit gemacht habe, das erste Mal wieder so richtig in den sozialen Medien auch ein Event angelegt für heute und ich habe gemerkt, wie groß das Feedback darauf ist. Es ist irgendwie ist fast wieder so ein bisschen wie nach Hause kommen. Also es fühlt sich wirklich gut an. Ich freue mich auch wirklich auf die Zeit, wo wir wieder uns in echt sehen können und hoffe, dass das bald passiert. Die Veranstaltung wird gleichzeitig auf YouTube gestreamt und ich warte auf den YouTube-Link von Michael. Michael, do we have a YouTube-URL in the meantime? Please put it to the chat if possible. Dann sehe ich gerade Chris bei 34 Grad in Berlin. Fühlst du dich unwohl? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich fürchte, es ist kein Fall für den Code of Conduct. Ich wüsste zumindest nicht, wen ich dafür belangen sollte. Es tut mir leid. Das müssen wir irgendwie anders klären. Aber es ist auch hier nicht ganz gemütlich. Okay, das Wetter soll sich benehmen, finde ich auch. Okay, wir warten noch auf den YouTube-URL. Wir werden den in den Chat tun. Ihr dürft den auch sehr gerne, wenn ihr möchtet, in den sozialen Medien, Twitter, sonst wo teilen. Es dürfen noch mehr Leute von außen zuschauen. Überhaupt kein Problem. Es wird eine Aufzeichnung von dieser Session später geben. Eine Sache noch. Wir haben beim letzten Mal schon versucht, wir sollten dieses Mal eigentlich ein Stückchen weiter sein, nämlich Live-Untertitel zu haben für diese Session heute. Michael arbeitet gerade noch dran. Es scheint technisch nicht ganz trivial zu sein. Es ist gut möglich, dass wir es jetzt hier live noch mit hinbekommen, aber wir werden auf jeden Fall die Aufnahme untertitelt haben, sobald wir die im Nachhinein veröffentlichen. Jetzt gut mit dem ganzen Housekeeping, kommen wir zum Thema. Erstens mal möchte ich euch den Marc nochmal vorstellen, der uns heute einen kleinen Vortrag halten wird zum Thema Alternativtexte. Bevor ich dich selber darum bitte, Marc, dich kurz vorzustellen, werde ich jetzt mal ganz kurz sagen, dass wieder unser Freund, ich weiß, es sind noch mehrere hier, die ihn kennen, der liebe Freund Marc Thiele zuständig ist dafür, dass ich den Marc Haunschild kennenlernen durfte. Nämlich vor 2 Jahren, glaube ich, Marc, war das, dass ich wie schon öfter im Zusammenhang mit der Beyond Tellerrand-Konferenz einen Accessibility Club in Düsseldorf veranstaltet habe und dafür Vortragende gesucht habe. Und zu dem Zeitpunkt hat sich der Marc bei mir gemeldet, der Marc Haunschild, der heute hier auch seinen Vortrag geben wird, hat sich bei mir gemeldet und angeboten, dort einen Vortrag zu halten. Und da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal getroffen. Du darfst gerne sagen, wie du das damals empfunden hast. Ich weiß, du hast dich da auch, das war auch ein spezieller Moment für dich. Und da haben wir uns kennengelernt und seit da haben wir uns nicht mehr aus den Augen verloren, sozusagen. Wir haben uns immer wieder in verschiedenen Situationen dann getroffen. Ich glaube, wir haben irgendwann mal auch festgestellt, es gibt Parallelen in unserem Werdegang. Ob das jetzt Kampfsport ist oder andere Dinge. Ist auf jeden Fall immer spannend, was von dir zu hören. Ich schätze dich sehr für deine teilweise auch, sagen wir mal, polarisierenden, aber immer sehr fundierten Meinungen. Und insofern bin ich sehr gespannt, was du uns heute präsentierst. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist, was dich hierher treibt? Genau. Ja, das mache ich heute tatsächlich besonders gerne, wo der Yoshi hier die Veranstaltung ins Leben gerufen hat. Es ist tatsächlich genau so, wie er gesagt hat. Also wir haben uns zum ersten Mal auf der Beyond Tellerrand in Live getroffen. Natürlich, Tollwerk ist seit langen Jahren aktiv in der Accessibility-Szene und wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man nicht dran vorbei, auf Yoshi auch mal zu stoßen. Insofern war einseitig die Bekanntschaft natürlich schon da. Und das war dann so ähnlich wie dieses Mal, dass Yoshi noch jemanden gesagt hat, da ist noch ein Spot frei zum Sprechen. Und ich habe das bis dahin so noch nicht gemacht. Ich unterrichte seit vielen Jahren und für meinen Arbeitgeber rede ich, halte Vorträge und mache solche Dinge. Also ich war da drin nicht so ganz unerfahren. Ich hatte auch gerade was fertig und es wurde einer gesucht und dann habe ich das gemacht.
Was mir dann noch nicht klar war, als ich das so direkt mal spontan vorgeschlagen habe, dass dann tatsächlich am nächsten Tag die Leute dann in meinem Vortrag saßen, die gerade während ich das mit dem Yoshi abgesprochen haben, da auf der Bühne von der Beyond Tellerrand standen. Und das war schon sehr aufregend, dann vor Leuten, die wirklich in der Szene ja bekannt sind, große Namen, Zach Leatherman war da und Charlie Owen, damals war das die Veranstaltung, ich muss noch, es waren so viele und die Hidden war da, saßen, oder? Auch. Hayden Pickering auch. Natürlich, also wie gesagt, das sind Leute, von denen hat man Bücher gelesen oder sowas und die hören einem plötzlich zu, das war schon richtig spannend. Und heute war es, ist es auch wieder so eine spontane Sache gewesen. Die Sache, wo ich heute drüber reden werde, die habe ich auch für meinen Arbeitgeber zuerst vorbereitet, habe ich auf auch einer geschlossenen Veranstaltung, wo es kein YouTube und sowas gibt, schon gehalten. Und Yoshi hat in die Runde gefragt, ob noch jemand da ist, der was sagen kann. Und ich habe gesagt, ja, ich habe auf eine Anfrage hin oder auf viele Fragen zu Alternativtexten, ihr die, zumindest diejenigen von euch, die auch aktiv mit der Barrierefreiheit sind, kennt das. Dazu werden immer wieder Fragen gestellt. Das ist ein Dauerthema. Und da habe ich gedacht, ja, also das nervt mich jetzt. Ich schreibe noch mal einen kleinen Blogbeitrag dazu. Und dann habe ich gesehen, je mehr ich schrieb, umso mehr Dinge waren noch offen. Und habe versucht, da Ganzes mal ein bisschen System reinzukriegen. Und dann war das halt so ein Vortrag, wo ich schon so 45 Minuten zu reden kann. 45 Minuten passt, ne? War, habe ich richtig. Ne, genau. Hast du gut gemacht, genau, habe ich jetzt noch nicht ganz erwähnt, aber wir machen jetzt deine 40, 45 Minuten. Wir haben dann noch Zeit zu Fragen und Antworten. Ziel ist es, dass wir auf jeden Fall bis 6 Uhr rum sowas machen und wir können gerne noch ein paar Minuten drüber rausgehen. Wir sind alle nicht auf der Flucht, hoffe ich jedenfalls. Und sagen wir mal so 6 Uhr, Viertel nach 6, irgendwann so um den Dreh werden wir vermutlich am Ende sein. Wenn es länger dauert, dauert es eben länger. Aber das war das Stichwort, oder Marc? Dann würde ich sagen, Genau. wir geben die Bühne frei für dich. Halt mal deinen Vortrag zu Alternativtexten. Wir lauschen dir gebannt und zum Schluss haben wir dann hoffentlich Möglichkeit, dich zu löchern, falls wir Fragen haben. Sehr gerne. Ich versuche auch, dann bleibt mir jetzt noch eine halbe Stunde, dass ich das in der Zeit schaffe, ohne irgendwie. Ja, guck mal hin. Das müsste eigentlich auch ganz gut noch gehen. Eine Weil Sache noch, was wir im Tech-Check noch nicht gemacht haben. Ich versuche jetzt natürlich zum ersten Mal den Bildschirm hier freizugeben in diesem. wird funktionieren. Meine PowerPoint-Präsentation. Und ich sehe dann jetzt nur noch PowerPoint. Joshi, wenn irgendwelche Fragen im Chat kommen oder so, dann wäre es nett, wenn du mir das dann halt sagst. Ich sehe jetzt von Zoom nichts mehr. Ich habe jetzt PowerPoint im Vollbildmodus. Hab das alles im Bild. Also, Marc. Hat es funktioniert? Hat funktioniert. Wir sehen deine Slides und Super, für alles dich. klar. Dann lege ich mal los. Also, Joshi hat da schon darauf hingewiesen, es geht um textliche Alternativen für Nicht-Textinhalte. Und ich weiß, dass der Titel nicht besonders schön ist. Ich habe mir auch Mühe gegeben, mir was anderes einfallen zu lassen. Aber es ist halt mit vielen Sachen so in der WCAG, das ist schon durchdacht und es ist schwierig, was zu finden, was nicht so technisch klingt und was dann das Thema tatsächlich genau trifft. Und ich bin dann letztendlich dann doch bei diesem Titel hängen geblieben. Ein kurzer Überblick. Im Grunde genommen ist das Ganze in zwei Teile unterteilt. Warum machen Textalternativen Sinn und welche Pflichten gibt es? Also das ist so ein bisschen das, warum machen wir das Ganze? Die einen, weil sie dazu verpflichtet sind und die anderen hoffentlich, weil sie verstehen, dass das sinnvoll ist und dass das eine gute Sache ist und dass es letztendlich, wie eigentlich alles, was mit Barrierefreiheit zu tun hat, dann am Ende auch allen Menschen zugutekommt. Also auch Menschen, die eben keine besonderen Einschränkungen haben. Ich sage hier immer, wir haben alle eine Einschränkung, weil eine Behinderung ist letztendlich irgendetwas, was man schlechter kann als der Durchschnitt. Und es gibt tatsächlich ja keinen Menschen, der alles mindestens durchschnittlich gut kann. Das bilden sich manche vielleicht ein, aber das ist dann wirklich nur Einbildung. Da gehe ich gar nicht jetzt drauf ein, weil klar, wir haben ein anderes Thema. Der zweite Teil dann also, welche Möglichkeiten gibt es denn, Alternativen anzubieten für Dinge, die nicht Text sind?
Und da habe ich schon einen kleinen Spoiler direkt darunter geschrieben. Der wesentliche Unterschied ist meiner Meinung nach, es gibt eben sichtbare und unsichtbare Alternativen. Und da werde ich dann halt gleich noch was dazu sagen, warum das ein wichtiger Unterschied ist. Und letztendlich ist es natürlich eine Meinung, die ich hier vertrete. Und in der Diskussionsrunde höre ich auch gerne noch andere Meinungen. Ja, also warum machen wir das? Zum einen natürlich, weil es dazu eine Verpflichtung gibt. Wir haben in Europa die europäische Norm 301/549, die uns zur Barrierefreiheit verpflichtet. Die Amerikaner haben ihre gesetzlichen Vorgaben und zum Glück für uns alle gibt es da doch etwas sehr Grundlegendes, was fast allem da zugrunde liegt. Das sind die WCAG und die meisten gesetzlichen Dinge. Der Yoshi hat so eine schöne Weltkarte, wo man dann sieht, fast auf der ganzen Welt spielt das dann irgendwie eine Rolle, stehen dann letztendlich in der WCAG, das ist die Wurzel von allem und so gibt es dann auch eine gemeinsame Basis. Und Punkt 1, Punkt 1 ist eben Textalternativen, ich lese jetzt auf Englisch vor, weil ich kann nicht simultan übersetzen, provide text alternatives for any non-context content so that it can be changed into other forms people need, such as Large Print, Braille, Speech, Symbols or simpler language. Also für alles, was es zu sehen gibt, was kein Text ist, dafür soll eine Alternative bereitgestellt werden. Und der Grund ist auch direkt gesagt, es geht darum, dass Menschen sich Dinge anpassen können. Und zwar im Druck, dass man halt das, was man da hat, mitnehmen kann, auch ohne Computer, dass man, wenn man weder sehen noch hören kann, sich das Ganze auf einer Braillezeile erfühlen kann. Man möchte es vielleicht ausgesprochen bekommen. Man möchte vielleicht Symbole hinzufügen, um bestimmte Worte zu ersetzen. Das erleichtert natürlich gerade Leuten, die nicht so gut lesen können, zum Beispiel die Aufnahme von Texten oder sogar simplere Sprache. Also reiner Text lässt sich ja auch relativ gut in andere Sprachen übersetzen. Das kann man halt mit Nicht-Textelementen nicht machen. Also man kann ja schlecht irgendwas übersetzen, was jetzt gar kein sprachlicher Inhalt ist. Also die Flexibilität von Text, die ist einfach höher als bei allen anderen Inhalten. Da steht dann weiter in der WCAG. Das habe ich mir jetzt schon vorübersetzt. Jeder den Nutzern bereitgestellte Nicht-Textinhalt hat eine äquivalente textliche Alternative, außer in den unten aufgelisteten Ausnahmesituationen. Da ist auch fast wieder jedes Wort wichtig. Also es geht wirklich darum, dass Nicht-Textinhalte, und das sind eben viele Dinge, das können Diagramme sein, das können Animationen sein, die zum Beispiel die Entwicklung, kennen wir jetzt alle, der Corona-Ausbreitung, mal geht sie hoch, mal geht sie runter, darstellt. Das können Videos sein, das können Bilder sein. Letztendlich sind auch Tabellen, im HTML hat man das auch so, dass man das häufig in das Figure-Element packt, eine Art, die zumindest optisch sortiert und irgendwie grafisch aufbereitet ist, auch wenn die Informationen da drin letztendlich Texte sind, aber es werden Beziehungen zwischen den Texten dargestellt zu Spalten und Zeilen und so weiter. Da gibt es also auch solche Dinge, die so zwischen, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Zwischenelemente sind, die halt eine grafische Anordnung haben, aber eigentlich dann halt doch wieder Texte sind. Und auch die Ausnahmen selber sind halt sehr wichtig. Auf die gehe ich dann gleich im nächsten Slide ein. Auf jeden Fall kann man schon mal zusammenfassend sagen, es ist immer dann eine Ausnahme gestattet, wenn es essentiell ist, dass dieser Inhalt als zum Beispiel Grafik vorliegt, dass man etwas aus bestimmten Gründen einfach nicht in Text übersetzen kann. Also, was sind denn diese Ausnahmen, die dort explizit genannt werden? Einmal für Eingabefelder, für Dinge, die interaktiv sind, die man benutzen kann. Da ist es so, dass man die Elemente selber natürlich auch sehen muss und dass sie da sein müssen. Diese Dinge brauchen
jetzt keine Textäquivalent in Form von, dass man da immer so dran schreibt, ich bin ein Button oder sowas, aber nichtsdestotrotz muss natürlich jemanden, dem das bildlich nicht vor Augen ist, irgendwie zugänglich sein, dass es ein Button ist. Also diese Dinge brauchen jetzt keine Alternative, die davon unabhängig ist. Bei einem Bild hat man das ja halt so, man hat entweder das Bild oder den Text, sondern hier muss eine Verknüpfung stattfinden. Und da ist es dann halt die einfachste Möglichkeit, damit umzugehen. Das sage ich auch jetzt gleich, das wird dann nicht später noch eine große Rolle spielen, dass man halt dafür die entsprechenden HTML-Elemente benutzt. Also wenn man dann auch einen Input hat, dann einen Input mit den entsprechenden Typen. Oder wenn man halt einen Knopf hat, dass man da, den man drücken kann, dann soll es eben auch das Button-Element sein und ähnliche Dinge. Dass sie dann beschriftet werden müssen, das ist dann auch noch klar, aber es gibt für den Button an sich jetzt keine Alternative. Ich habe dazu jetzt viel geredet, weil das ist das, so wie ich das verstanden habe. Manchmal ist es auch für mich noch schwierig, in einem Ding die WCAG zu verstehen, aber das ist das, so wie ich die WCAG verstanden habe, warum es hier eine Ausnahme für gibt. Ja, für Time-Based Media, da ist es so, dass man, ich werde dazu gleich noch ein bisschen was dazu sagen, aber dafür gibt es halt noch andere Success Criterions, Dinge, die erfüllt werden müssen für eine barrierefreie Webseite. Das sind dann im engeren Sinn auch keine Alternativtexte oder sowas. Da muss man halt ein bisschen mehr bereitstellen, zum Beispiel eben Audiodeskription bei Videos und Untertitel, die dann halt auch synchron mitlaufen und sowas. Das ist dann schon ein bisschen anderes Dings. Also ist auch hier in diesem Fall dann nicht so, dass man einfach sagen kann, okay, ich zeige ein Video oder irgendwas anderes, was zeitlichen Ablauf hat. Und dann brauche ich dafür gar keine Alternative und keinen Text, sondern da sind dann einfach andere Dinge, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann sind wir auch schon bei den beiden schwersten Punkten für mich gewesen, wo ich selber jetzt auch im Nachhinein, ich hatte das auch mal besser drauf, aber so ist das noch, was ich mir dazu gemerkt habe. Beim Test ist es schon deutlicher, also wenn natürlich Bilder nötig sind für einen bestimmten Test. Wir haben schon mal gehört, eben also Dinge, die essentiell sind, wo das nicht durch einen Text ersetzbar ist, dann muss tatsächlich dann das Bild auch stehen bleiben. Das kann ja beim Test zum Beispiel sein, ich sag mal ganz banales Beispiel, wir testen mal, ob jemand überhaupt Farben sehen kann und welche Farben oder ob er eine Rot-Grün-Schwäche hat oder was ähnliches, dann nützt mir das nichts, wenn ich das Bild mit einem Text beschreibe. Also in diesen Fällen, wo ich irgendetwas testen will, auch natürlich in Prüfungen, ist es nicht möglich, solche Dinge halt irgendwie in Text zu fassen. Und nichtsdestotrotz darf natürlich eine Webseite für solche Zwecke Bilder einsetzen. Und insofern ist das auch klar, warum dann hier wirklich ein Bild dann halt vorhanden sein muss, dass man textlich dann nicht mehr irgendwie, gibt es keine Alternative für. Ähnlich sieht es auch bei sensorischen Erlebnissen aus, die halt durch Geräusche, durch Bilder, durch was auch immer erzeugt werden. Wenn man das benötigt, dass sowas im Hintergrund läuft, dann kann man natürlich irgendwie, wenn ein unheimliches Geräusch ist, so ein Quietschen, dann im Video dann halt ein Subtitle dazu machen. Aber ja, wenn da steht, eine Tür quietscht, dann ist das, glaube ich, was anderes in einem Horrorfilm. Das kann sich jeder vorstellen, als wenn man das auch hört. Und das sind solche Dinge, die sind nicht immer einfach mit Text zu übersetzen. Dann gibt es noch Captures. Auch hier ist es wieder so wie bei den anderen Dingen. Letztendlich muss man schon irgendwas anbieten. Wir kommen dann gleich mal dazu, zu den ganzen Prüfschritten, die dann halt eine Rolle spielen bei diesem ganzen Ding. Und da werden wir dann, das eine nehme ich jetzt mal vorweg, sehen. Captures, wenn die eingesetzt werden, dann hat man da halt Bilder und man muss halt dann meinetwegen ein Auto oder ich habe gerade Schornsteine, musste ich finden, als ich wieder neu reinkommen musste. Das sind ja absichtlich eingebaute Hürden.
Und wenn ich möchte, dass das funktioniert, kann ich ja nicht an die Bilder mit Schornstein reinschreiben, dass da ein Schornstein drin ist. Dann hätte es ja die Software leichter, das rauszufinden, was man da sieht, als jemand, der sieht. Und der eigentliche Zweck, Software von Menschen zu unterscheiden, wäre dann nicht mehr gegeben. Nichtsdestotrotz gibt es eben auch einen Prüfschritt, der beruht dann letztendlich auch immer auf dem WCAG natürlich, der dann fordert, dass es für Captchas Alternativen geben muss, damit diese künstlich geschaffene Hürde, die ein Blinder schlicht nicht meistern kann, weil ich meine, ihr alle kennt diese Bilder, die Sachen sind so undeutlich, so schlecht zu sehen. Die Dinger würden ja bei allen möglichen Prüfschritten durchfallen, also auch bei ausreichend Kontrast zum Beispiel für Nicht-Textelemente. Da müssen ja die wesentlichen Bildinhalte sich ausreichend vom Hintergrund abheben. Und ihr wisst, gerade bei diesen Captchas werden natürlich Bilder genommen, die besonders schwer erkennbar sind. Und da sind allerhand Bedingungen einfach nicht erfüllt. Und insofern, wenn man das einsetzt, dann braucht man in dem Fall keine Textalternative. Das heißt aber nicht, dass das dann okay ist. Da muss man eben andere Sachen schaffen, sonst fällt man damit bei anderen Prüfschritten durch. Das ist natürlich nicht barrierefrei, Captchas zu verwenden. Ein ganz kurzer Hinweis noch. Grundsätzlich ist es eigentlich auch nicht die Aufgabe der Nutzer, das Problem des Betreibers von einer Webseite zum Beispiel, nämlich Spam nicht zu bekommen, für den zu lösen. Also eigentlich ist das ja sein Problem. Warum muss ich das für ihn lösen, ne? Und vielleicht noch für Google gleichzeitig die AI trainieren? Möchte ich gar nicht. Aber egal. Zu guter Letzt sind noch ausgenommen Dekoration, Formatierung und unsichtbare Inhalte. Dekoration bedeutet natürlich dekorative Grafiken. Die sollen ein leeres Alt-Attribut haben. Schon wieder ein kleiner Spoiler. Ganz einfach dafür, dass diese Dinge, die nur dekorativ sind, die keine inhaltliche Relevanz haben, die noch nicht mal eigentlich ein sensorisches Erlebnis vermitteln. Letztendlich lässt sich das alles nicht so hundertprozentig voneinander trennen, aber die man einfach auch weglassen kann. Das sind die dekorativen Elemente. Die brauchen natürlich auch keinen Alternativtext, weil wir wollen ja Informationen weitergeben. Wir wollen, dass niemand von etwas, was man sehen oder hören kann, ausgeschlossen ist. Und wenn es da jetzt nichts Relevantes zu sehen gibt, dann muss man eben auch nichts mitteilen. Andere Dinge sind rein für die Formatierung interessant. Zum Beispiel, wenn ich zwischen zwei Spalten eine Linie habe, dann hat die auch weiter keine Bedeutung. Auch da ist wieder ein fließender Übergang, dass man sagt, ja, das ist jetzt vielleicht auch schon fast Dekoration oder es macht dann eben doch auch vom Design her einen Sinn, weil Design ist ja letztendlich nicht nur etwas hübsch zu machen, sondern eben auch etwas verständlicher zu machen. Wichtig ist, dass solche Formatierungen eben auch dekorativ sein müssen. Denn wenn ich zum Beispiel zwei Texte habe, die ich durch eine horizontale Linie voneinander trenne, dann habe ich meistens an dieser Stelle auch einen neuen Sinnabschnitt. Und wenn das der Fall ist, dann ist das etwas, was ich natürlich mitgeben muss, weil dann geht es nicht mehr nur noch um eine optische Formatierung oder um etwas Dekoratives, sondern dann gibt es eben einen neuen Sinnabschnitt und den muss ich auch darstellen. In HTML gibt es dafür ein Element, HR, Horizontal Ruler, also eine gerade horizontale Linie. Und wer ein bisschen was von HTML weiß, der weiß, in HTML5 gibt es kein einziges Element, was irgendwie nur visuelle Zwecke erfüllt oder überhaupt visuelle Zwecke, sondern alles hat eine semantische Bedeutung. Und die Bedeutung dieser horizontalen Linie, die ich da einfügen kann, ist eben, hier ist ein Sinnabschnitt zu Ende und ein neuer beginnt. Und also nicht verwechseln, Formatierung, ne? Es gibt Formatierung. Hellgrauer oder Text oder weißer Text auf dunklem Grund, das ist eine Formatierung, da muss ich nichts drüber sagen. Aber wenn ich da so einen Trenner drin habe, dann muss eben auch gesagt werden: So, stopp hier fängt was Neues an. Und klar, unsichtbare Inhalte, wenn ich so ein Spacer-GIF habe oder sowas und setze das 3.500 Mal auf meiner Webseite ein, ich hoffe, es macht keiner mehr, aber dann bitteschön, sollte ich den Screenreader dann auch nicht das 3.500 Mal Spacer-GIF vorlesen lassen. Ja, das waren die Ausnahmen, dass wir schon mal wissen, was wir nicht beschreiben müssen. Und
Jetzt kommen wir zur nächsten Folie, neues Thema. Und da tut sich gerade was im Haus. Ich habe vergessen, meine Zimmertür zuzumachen. Es ist alles live. Ich mache die mal gerade zu. Nutze die Zeit für einen kurzen Einspieler. Wir sind auch live auf YouTube. Entschuldigung, dann haben wir weniger Geräusche. Bis jetzt sind noch keine da. Ich hoffe auch, das hält sich jetzt alles im Rahmen. Also, insgesamt sind es tatsächlich 11 Prüfschritte. Das ist eine ganze Menge. 93 Prüfschritte hat der BitV-Test inzwischen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, sind da schon die neuen jetzt dabei oder habe ich vielleicht von den neuen einen vergessen? Aber selbst wenn noch ein oder zwei dazukommen, selbst so sind es schon mehr als 10%, ne, von 93, 11 Stück. Das ist schon eine Menge Dinge, die jetzt betroffen sind. Und ich habe noch eine Viertelstunde, das heißt, ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch. Wir haben also den Prüfschritt 1.1. Ah ja, ich sehe schon, das sind alte Nicht-Textinhalte, dann Alternativtexte für Bedienelemente, wenn Bilder dann verlinkt sind oder klar Buttons und so weiter. Alternativtexte für Grafiken und Objekte. Dann leere, achso, das ist hier schon, das ist die alte Reihenfolge, ist ja jetzt inzwischen umgedreht, da fehlt auch noch die neuen davor. Dann leere Alt-Attribute für Layout-Grafiken, muss man eben berücksichtigen. Alternativen für Captchas, wie gesagt, die dürfen selber ohne Alternativtext kommen, aber man muss dann eben was anderes anbieten für Leute, die die Bilder nicht unterscheiden können, ob sie da Boote oder Autos zeigen. Dann aufgezeichnete Audio- und Videodateien, selbstverständlich brauchen die Alternativen. Dann erweiterte Untertitel für aufgezeichnete Videos und Audiodeskription oder Volltextalternative für Videos. Also da muss ich dann eben den ganzen Text, eben alle Informationen, die es im Video gibt, entweder als Text anbieten oder halt das, was auf dem Bildschirm zu sehen, aber nicht zu hören ist, vorlesen mit einem Sprecher. Ganz typische Situation, ein Video ist in mehrere Abschnitte unterteilt und dann kommt dann eben Abschnitt 1, die aktuelle Situation in der Politik und das ist einfach so eingeblendet und jemand, der nicht sehen kann, hat dann natürlich diese Information verpasst. Das muss dann ein Sprecher sagen und wie gesagt, letztendlich muss es irgendwann dann auch in anderen Prüfschritten wird das dann überprüft, als Text vorhanden sein, sei es als Untertitel, ist hier zu sehen, sei es als Volltextalternative. Dasselbe gilt auch für Live-Videos, so wie heute. Ich hoffe, es kommt hin, sonst ist die Veranstaltung tatsächlich nicht BitV-konform sozusagen. Wir üben noch daran, Live-Videos ist ja noch relativ neu für alle. Die Entwicklung geht rasant voran und zum Glück macht die ganze Software da auch große Fortschritte, sodass da zumindest Hoffnung ist, dass das bald sehr viel besser wird. Und Audiodeskription wird hier nochmal genannt. Das ist so bei den Prüfschritten so. Es gibt manche, die unterscheiden sich nur in Details. Ich mache jetzt aber nicht eine Schulung in, wie man den BitV-Test durchführt, sondern wir besprechen eben über die Alternativtexte, deswegen wundert euch ruhig, dass da manchmal Prüfschritte sehr ähnlich klingen, in Details unterscheiden die sich dann halt. Dann Zweck eines Links im Kontext, auch da ist es wichtig, dass man vernünftige Texte vergibt, wenn die immer mehr lesen, mehr lesen, mehr lesen heißen, dann muss wenigstens dieses mehr lesen in einem Absatz stehen, aus dem der Sinn hervorgeht. Und oder am besten beides, mindestens dieser Abschnitt braucht eine Überschrift, sodass ein Screenreader dann nochmal sagen kann, oh Moment, wo ging es denn, worum ging es hier? Ah ja, hier geht es um die aktuelle Situation in der Politik und jetzt klicke ich auf mehr lesen und dann weiß ich auch, was dann kommt. Und Beschriftung im zugänglichen Namen ist noch eine wichtige Sache. Wir werden gleich sehen, dass mit den verschiedenen Techniken, die uns zur Verfügung stehen, eine Möglichkeit besteht, das, was man zum Beispiel auf einem Bild sieht, das ist ganz simpel, da kann man natürlich da drauf schreiben, herzlich willkommen und in den Alternativtext könnte man schreiben, auf Wiedersehen und da hat man zwei völlig verschiedene Sachen und
das würde dann dazu führen, wenn dieses Bild verlinkt ist, dass eine Spracheingabe nicht mehr funktioniert. Weil wenn ich dem Computer sage, klick auf den Link, herzlich willkommen, und als Alternative ist auf Wiedersehen hinterlegt, dann wird die Spracheingabe natürlich nie wissen, welchen Link ich meine. Insofern ist es wichtig, dass die Beschriftung, die wir dann im Alternativtext vergeben, dem entspricht, was sehende Leute eben auch wahrnehmen. Insofern klingt hier schon so ein bisschen was an, und zwar, dass es nicht reicht, wenn man sagt, okay, ich stelle jetzt mal alles, was ich jetzt hier mache, da habe ich die ganze Zeit nur den blinden Nutzer so vor meinen Augen, und alles, was ich jetzt mache, mache ich für Leute, die nicht sehen können, weil das ist leider, so einfach ist es eben leider nicht. Audios und stumme Videos sind nicht Thema hier. Im Grunde genommen ist es ganz einfach bei denen, da hat man nicht so viele Möglichkeiten. Der Film schreitet voran. Alles, was zu sehen ist, muss synchron zur Verfügung stehen, als Text, eben als Untertitel. Und alternativ kann ich alles, was da zu sehen und zu hören ist, noch in der Volltext-Alternative bereitstellen. Und das ist relativ simpel. Und theoretisch habe ich natürlich auch die Möglichkeit, da mit Alt-Attributen oder mit anderen Dingen, die wir dann noch sehen werden, da etwas hinzuzufügen. Das macht aber keinen Sinn. Also ein Alt-Attribut mit dem Inhalt von einem kompletten Film zu füllen, das ist utopisch. Das ist nicht, dafür ist ein Alt-Attribut auch nicht gedacht. Und insofern konzentriere ich mich auf die Bilder, weil da dann nicht nur technisch und theoretisch, sondern auch praktisch einfach relativ viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen, und die möchte ich jetzt noch ein bisschen beleuchten. Also zunächst, was gibt denn die sogenannte assistierende Technologie aus? Das sind eben Programme, die Menschen helfen, das, was dort auf der Webseite ist, in irgendeiner anderen Form in der Regel, und das bekannteste ist halt in Ton auszugeben. Also das, was dort als Text zu sehen ist, dass Leute, die nicht sehen können, das hören. Eine zweite Sache, die man sich auch noch gut vorstellen kann, ist, dass es eben als Braille-Schrift entweder auf einer Braille-Zeile, die so ähnlich wie ein Monitor jedes Zeichen dann darstellt durch Erhöhungen, oder eben, dass man auf entsprechendem Papier das druckt, dass man dann die Texte fühlen kann. Das wären so assistierende Technologien, die es gibt für Menschen, die nicht sehen können. Und was gibt diese aus? Die gibt das aus, was sich im sogenannten Accessible Name befindet, auf Deutsch zugänglicher Name. Wie der zusammengestellt wird, das will ich euch jetzt mal kurz zeigen. Und zwar haben wir hier eine Liste aus der Spezifikation, und wie die halt berechnet, also was soll ein Browser oder assistierende Technologie ausgeben, wenn bestimmte Dinge vorhanden sind. Und das ist, ich gehe nochmal zurück, da habe ich das nochmal auf Deutsch ganz kurz zusammengefasst, ist ein ARIA Labeled By Attribut referenziert, dann soll das ausgegeben. Ist das nicht vorhanden, dann bestimmt das ARIA-Label-Attribut den Alternativtext. Ist das nicht vorhanden, ist das Alt-Attribut, wird das ausgegeben und so weiter. Diese Dinge stehen also so übereinander, und wie das genau dann ausgegeben werden soll, das sieht man hier, und das sind die Punkte A bis B und die Liste geht bis I. Also das ist komplex. Und das erspare ich euch, und es macht auch gar keinen Sinn, das auswendig zu lernen, weil ihr alle, die euch mit dem Web schon mal beschäftigt habt, wisst, in der Spezifikation steht eine ganze Menge drin, und was dann in den, bei dem Benutzer davon ankommt, ist doch sehr unterschiedlich, weil die Implementierungen halt uneinheitlich sind. Und wenn wir dann von Screenreadern und Braillezeile und so weiter hören, aber gerade bei Screenreadern gibt es halt mehrere Hersteller, die relativ einfache, extrem komplexe Software bereitstellen. Die spielt dann zusammen mit verschiedenen Browsern mehr oder weniger gut, und die Browser auf unterschiedlichen Betriebssystemen, da sieht man schon, was für ein komplexes
Feld das ist, wie viele Dinge dann reinspielen. Und da kann man sich wirklich nicht drauf verlassen, dass alle Kombinationen das genauso machen, wie es in der Spezifikation drinsteht. Also versuche ich das mal ein bisschen einfacher hier zusammenzufassen. Wichtig ist erstmal, das Einfachste, was man machen kann, ist das Alt-Attribut zu befüllen. Und was ich hier am Anfang des Slides geschrieben habe, img src gleich example.svg und alt gleich ich bin eine Textalternative, das ist das Minimum, was man schreiben muss, wenn man in HTML ein Bild bereitstellen will. Das heißt, man muss angeben, es handelt sich um ein Bild, dafür steht das img, im Englischen Image. Dann muss man eine Quelle angeben, man muss im Browser also sagen, wo sich das Bild befindet, damit er auch weiß, was er zeigen soll. Und genauso vorgeschrieben ist laut Spezifikation, dass das Alt-Attribut vorhanden sein muss. Es darf und es muss leer sein, wenn es sich um eine dekorative Grafik handelt. Und ansonsten muss es befüllt werden mit etwas, was das Bild ersetzt, wenn das Bild nicht vorhanden ist. Das ist deswegen, also das ist so wichtig, dass es schon seit HTML4, glaube ich, spätestens aber seit XHTML 1.0 zum Standard dazugehört. Und hat man das nicht, dieses Alt-Attribut, dann ist das HTML nicht valide. Das gehört also unbedingt da rein. Wenn ein befülltes Alt-Attribut vorhanden ist, wird das Alt-Attribut auch vorgelesen. Immer. Vor allem in Links ging es mir hier darum. Das muss man sich wirklich merken. Wie gesagt, beim Arial-Labeled, ich muss es nochmal nachgucken, in dieser komplizierten Sache, glaube ich, das überschreibt sogar das Alt-Attribut, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber solche Sachen kann ich auch euch nur raten, an einem konkreten Beispiel, guckt das dann nochmal nach. Wenn ihr euch da vertut, dann liest dem Screenreader was anderes vor, als ihr das wollt. Und insofern ist es ein bisschen doof, wenn man hier vorne steht oder hier in Zoom da den Vortrag hält und man muss sagen, ich weiß es jetzt nicht genau, in welcher Reihenfolge und wird das dann wirklich gar nicht mehr vorgelesen oder zusätzlich vorgelesen. Es zeigt aber ganz schön, wie wichtig das ist, dass selbst wenn man sich mit so einem Thema nochmal beschäftigt hat, sich nochmal eingelesen hat, dass man da durcheinander kommen muss und dass es dann wirklich darauf ankommt, wenn ihr euer Beispiel macht, nochmal entweder nachlesen, beziehungsweise am besten nochmal nachlesen, wie es genau ist und dann auch nochmal testen. Weil, wie gesagt, in unterschiedlichen Screenreadern kann dann was Verschiedenes rauskommen. Damit ihr wirklich wisst, auch was beim Nutzer ankommt. Das Alt-Attribut ist immer Teil des zugänglichen Namens und ein Alt-Attribut ist wann immer möglich zu nutzen, denn es ist die einfachste Möglichkeit, eine Textalternative bereitzustellen. Wann immer möglich ist natürlich eine kleine Einschränkung. Ich hätte noch dazu schreiben können oder sollen vielleicht wann immer nötig, weil man kann die Textalternativen auch anders bereitstellen. Und da komme ich gleich noch zu. Oh, wir haben Viertel vor. Gut, eine andere Möglichkeit ist das Title-Attribut. Auch das wird von Screenreadern ausgelesen, aber da haben wir schon das Problem, dass man das als Screenreader-Nutzer zwar zu sehen bekommt, aber mit als Sehender wird es sehr schwierig, weil es wird angezeigt, wenn man mit der Maus über einem Bild stehen bleibt. Die meisten Nutzer sind heute mit Touchscreens unterwegs. Die haben dann da keine Chance mehr dran zu kommen. Es ist abhängig vom Browser und von der Browser-Version, wie lange das angezeigt wird. Manchmal wird es so kurz angezeigt, dass ein längerer Titel da vielleicht nicht ganz zu Ende gelesen werden kann. Manchmal ist die Textlänge begrenzt, die da drin reingehört. Man kann das schlecht oder man kann es gar nicht im Browser skalieren. Das Parken des Mauszeigers über einem Bild ist so an sich schon eine Hürde, weil wenn man die Hand nicht ruhig halten kann, wenn man zittert, dann wird dieser Titeltext auch mit Maus nie erscheinen und so weiter. Also diesen Titel, dieses Title-Attribut kann man echt vergessen und diejenigen, die es eigentlich ausgegeben bekommen können, nämlich die Screenreader-Nutzer, haben es zum Teil abgeschaltet, weil es mal massiv von SEO-Spammern benutzt wurde, da Schlüsselworte reinzustopfen und dann halt bei den Suchmaschinen besser zu stehen. Hat nicht jeder abgeschaltet, aber wie gesagt,
Im Grunde genommen kann man dieses Title-Attribut vergessen, wenn man möchte, dass irgendwas beim Nutzer ankommt. Dann haben wir ARIA-Label. Das gibt dem Bild eine Beschriftung. Es ist in der Handhabung im Alt-Attribut ähnlich. Beide erscheinen praktisch nur beim Screenreader-Nutzer. Das Alt-Attribut hat noch den Vorteil, dass es den sehenden Nutzern angezeigt wird, wenn das Bild aus technischen Gründen nicht da ist oder wenn jemand Bilder abgeschaltet hat. Das ist dann natürlich auch wichtig für Sehende. Und das Alt-Attribut steht dann tatsächlich einem Sehenden nicht zur Verfügung. Ähnlich sieht es dann auch aus, wenn optische Formatierungen fehlen. Also das Alt-Attribut ist dann vorhanden, wenn die Bilder weg sind. Das ARIA-Label gibt es nur mit einem Programm, das das entsprechend ausliest und ausgibt. ARIA-Labeled-By ist nach meiner Meinung schon deutlich besser. Ich habe das schon angedeutet, es geht um sichtbare und unsichtbare Textalternativen. Und damit etwas eben allen zur Verfügung steht und alle dasselbe Nutzererlebnis haben, ist es natürlich von Vorteil, wenn diese Textalternative auch sichtbar ist und nicht nur mit entsprechender Technologie erreichbar ist. Das erreicht man mit ARIA-Labeled-By. Da könnte man zum Beispiel auf eine Bildunterschrift verweisen, wobei, wenn man eine Bildunterschrift hat und man benutzt das Figure-Element und Fig-Caption, dann wird auch das von den meisten Screenreadern inzwischen vernünftig zugeordnet. Und ist auch klar, dass das eine Textalternative ist. Dann müsste man das auch nicht mehr unbedingt mit ARIA-Labeled-By machen. Muss man gucken, wie man das dann handhabt, um da vielleicht dann auch Ältere noch zu unterstützen. Auch dabei immer wieder Nutzertests und nochmal gucken, wie die Verbreitung und die Unterstützung in den verschiedenen Kombinationen ist. ARIA Described By verweist ähnlich wie auf ARIA Labeled By auf sichtbare Texte, ist dann aber eher für längere Passagen geeignet. Wichtig ist, man kann bei ARIA Labeled By und vor allem auch bei ARIA Described By ist es noch relevanter, mehrere Texte diesem Bild zuordnen. Das kann dann natürlich schon sehr schnell sehr lang sein. Und da muss man wirklich vorsichtig sein, dass man es damit nicht übertreibt. Man kann auch eben zu viel des Guten machen. Hier nochmal das Beispiel, was ich gerade schon angesprochen habe, wie man es HTML schreiben würde. Ein Figure-Element enthält dann ein Bild und eine Bildunterschrift, die als Fig-Caption ausgezeichnet ist. Und damit kommen inzwischen die meisten Screenreader klar. Und wenn nicht, würde nach dem Bild dann sowieso der Text einfach nur vorgelesen, wenn auch nicht jetzt explizit dem Bild zugeordnet, aber der Text ist ja da. Deswegen komme ich jetzt zu meiner Empfehlung, sichtbare Texte, wo es möglich ist, bevorzugen, Bildunterschrift verwenden, technisch korrekte Umsetzung ist immer wichtig, nicht einen Haufen Diffs benutzen und Spans und am besten, die Regel kennen hoffentlich viele, ARIA nicht benutzen, wenn es dafür ein semantisches vorgesehenes Element gibt, dann das einsetzen. Da sind dann die Rollen, Zustände und andere Dinge, mit denen man, die man sonst mit ARIA festlegen kann, schon implizit enthalten. Formulierungen nutzen, wie auf dem Bild sieht man oder die Grafik macht deutlich das, weil wenn man ein Bild einen Haufen Leuten zeigt, dann kriegt man ganz viele Dinge genannt, wenn man fragt, was habt ihr denn auf dem Bild gesehen? Jeder sieht was anderes. Bei 10 Leuten hat man 12 Meinungen. Ihr kennt das Beispiel. Und wenn ihr euch als Redakteur ein Bild aussucht und in eurer Argumentation dann darauf verlassen wollt, dass jemand sieht, was ihr in dem Bild gesehen habt, dann sagt eben, auf dem Bild sieht man, dass Corona gerade jetzt deutschlandweit zurückgeht. Macht das klar. Vielleicht denkt der eine, ihr habt das ausgewählt, weil man die Spitze, dann die vielen Zahlen im Dezember sieht. Vielleicht denkt einer, ihr wollt auf irgendwas im letzten Sommer oder auf das erste Vorkommen raus oder sonst was. Nein, wenn es euch darum geht, dass jetzt gerade im Moment die Zahlen runtergehen, dann schreibt in euren Text neben vielem anderen, das ist aber hier nicht relevant, sieht man eben, die Zahlen gehen runter. Macht also klar, warum ihr diese Grafik gerade ausgewählt habt.
Im Alt-Attribut gegebenenfalls die Stimmung des Bildes hinweisen oder anderes, was Sehenden zur Verfügung steht. Also was sieht man auf dem Bild? Auf einem Bild sieht man eben nicht den Mark Hauenschild, sondern man sieht halt eine Person, männlich, keine Ahnung, mittleren Alters, mit Brille, mit Anzug, in Businesskleidung oder in Freizeitkleidung oder sonst etwas. Man sieht vielleicht, dass es eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie ist, die schon eingerissen ist, die schon viel hinter sich hat. Das sind Dinge, auf die würde man jetzt im Text normalerweise nicht eingehen. Weil im Text ist jetzt wichtig, dass der Professor Dr. Dr. Müller-Wachtendonk redet, aber es ist in dem Fall nicht wichtig, wie der aussieht. Aber wenn das Bild dann weg ist, was vermisst man denn? Doch nicht den Namen dieses Mannes. Der steht ja schon im Text oder wer auch immer, was auch immer da drauf zu sehen ist. Dann kommt es wirklich darauf an, nochmal zu sagen, ja, meinetwegen, da steht jemand in Businesskleidung oder da ist der Vorsitzende der Deutschen Bundesbank hingekommen, der war in Freizeitkleidung, hat da seinen Vortrag gehalten. Das ist ja dann vielleicht noch was Interessantes, was man nicht unbedingt braucht. Die wichtigen Sachen sollten im Text dann schon drinstehen. Und was dann noch an Informationen fehlt, wenn das Bild nicht da ist, das gehört dann in den Alternativtext. Ja, da unten habe ich nochmal gesagt, bei Porträts die Person beschreiben. Ja, das war doch ein ganz schöner Ritt, auf ein Drittel der Zeit zu verzichten. Bei den Alternativtexten habe ich noch zwei Beispiele, mal für eine kurze Variante, damit man sieht, dass man da Sachen weglassen muss. Ich habe dann ein freies Gemälde gefunden. Hier noch ein zweites, ist länger, was mir noch relativ wichtig war. Bei den kurzen Texten habe ich gemerkt, wenn man das selber schreibt, sieht man ja dann auch, was sich da so ergibt. Da drängt sich geradezu der Genitiv auf, der ist schwer verständlich. Und wenn wir für alle Leute verständlich sein wollen, dann möglichst auch leichte Sprache benutzen. Leichte Sprache ist das meistgewünschte Accessibility-Feature. Also versucht auch in kurzen Beschreibungen vielleicht auf den Genitiv zu verzichten. Und als Zusammenfassung: Redundanzen vermeiden, also nicht in den ganzen Möglichkeiten, die man hat, um Textalternativen anzubieten, Dinge reinzuschreiben, die nochmal sichtbar sind im Text neben dem Bild, in der Bildunterschrift, in der Überschrift des Abschnittes und so weiter, sondern schreibt dann wirklich Dinge rein, die ihr noch nicht erwähnt habt. Und wenn ihr schon alles erwähnt habt, dann lasst den Alttext tatsächlich auch frei, weil dann habt ihr alle Informationen schon mitgegeben und dann handelt es sich ganz offensichtlich einfach nur noch um eine Dekoration. Wenn ihr alles schon gesagt habt und wollt einfach das Bild haben, damit ihr nicht eine Textwüste habt, dann tatsächlich seid auch mal mutig und lasst den Alternativtext leer. Gut, das war's. Mark, ich habe noch eine Folie, Yoshi, zu mir selber soll ich dir noch zeigen, wer mit mir Kontakt aufnehmen kann. Ist meine Webseite drauf. Du darfst sie selbstverständlich zeigen. Ansonsten... Herzlichen Dank. Bitte mich auch so. Einen Applaus erstmal für dich. Ich weiß außerdem gar nicht, Marc, du hast dich so schnell beeilt. Schalt mal rum, zurück in Zoom. Ich glaube, du hättest, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Okay, gut. Ich habe gedacht, ihr hört mich nicht. Marc, der Yoshi spricht, aber ich höre den Yoshi nicht. Was ist los bei mir? Ja, das ist interessant. Also, aber Judith, du hörst mich offensichtlich. Ja. Ich hoffe, andere hören mich auch. Marc, es muss an dir liegen, vermutlich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind es deine AirPods. Hat ich meinen Ton verabschiedet? Ja, ich glaube ja. Dein Ton hat. Aber ihr habt mich gehört bis jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit. Okay. Das wäre es gewesen. Ich habe in einer Stunde geredet und keiner hat was gehört. Okay. Nein, alles gut. Aber du solltest mich hören, weil ich spreche. Dass ich. Was ich machen kann, damit ich euch wieder höre. Okay. Wir lassen den Marc kurz seinen Ton reparieren. Ja, ich höre euch wieder. Okay, also super, gut. Ja, Marc, erstmal herzlichen Dank. Selbstverständlich dürftest du deine Folie noch zeigen, ohne Frage. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich mich irgendwie unklar ausgedrückt, vermutlich, aber du hast dich jetzt mehr beeilt, als es eigentlich notwendig gewesen wäre. Du hättest dir ruhig mehr Zeit lassen können, aber die gute Nachricht ist, wir haben dafür vielleicht einfach noch mehr Zeit für Fragen und Antworten. Wir haben ein paar Fragen, die jetzt auch unterwegs schon im Chat zusammengekommen sind. Ich würde dir die jetzt einfach mal kurz der Reihe nach vortragen und wir haben dann aber auch noch die Möglichkeit,
zusätzliche Fragen zu stellen und ihr dürft euch auch gerne dann zu Wort melden. Ich würde jetzt erstmal die Fragen, die im Chat unterwegs gekommen sind. Die erste Frage war von der Anna und die hat geschrieben, wie verhält sich das bei einem HTML-Figure-Element? In dem gibt es ja auch eine separate Caption. Bedingt sich das eine mit dem anderen, sprich hat das eine Einfluss auf die Verwendung des Alt-Tags? Der Chris und ich, wir haben da schon kurz was dazu gesagt. Also ich weiß nicht, ob die Frage schon erklärt ist, aber du kannst auch noch schnell erzählen, was es mit dem Figure-Element und der Caption da auf sich hat. Ja, also ich habe das ja kurz angesprochen. Jedes Element in HTML hat halt eine Bedeutung. Und natürlich die Fig Caption, die ist dem Bild oder der Figur, ich habe gerade schon mal angedeutet, es könnte ja auch irgendwas anderes drin sein, was jetzt nicht so offensichtlich ein Bild ist. Und nicht jedes Bild ist eine Figur im Sinne von HTML. Das soll halt das beschreiben, was in dem Elternelement in dem Figure enthalten ist. Und zwar sichtbar. Und insofern ist das der entscheidende Unterschied zu dem Alt-Attribut. Was am Ende eben noch fehlt, die Frage kam ja vielleicht auch vorher, wenn man alles Sichtbare schon, wenn man das liest, dass man dann noch im Alt-Attribut das ergänzt, was noch wichtig ist, wenn das Bild dann halt nicht mehr da ist. Und die Fig Caption und das Alt-Attribut, und auch das, was neben dem Bild steht, das Ganze hat ja auch eine bestimmte Reihenfolge. Also was man noch retten kann, zum Beispiel, wenn man an der Stelle, wo man das Bild hat, schon eine Information braucht, die dann auch an der Stelle vorgelesen werden soll, dann, aber ich meine, Alt-Attribut und die Fig Caption werden dann auch nacheinander vorgelesen. Da macht es ja in der Beziehung keinen Unterschied. Aber man kann diese Elemente auch benutzen, wenn in dem Fließtext schon alles eigentlich gesagt ist. Man braucht aber an dieser Stelle schon eine Information für denjenigen, der das Ganze nur hört. Dann kann man natürlich auf die Reihenfolge damit nochmal ein bisschen Einfluss nehmen, dass an der richtigen Stelle die Information kommt. Was nun ein bisschen untergegangen ist jetzt, ich habe jetzt mich wirklich sehr an die Folien gehalten, weil ich wirklich dachte, wir müssten jetzt um 6 durch sein. Aber was wichtig ist, das Ganze muss ein Konzept haben. Also man kann jetzt nicht sagen, ich habe hier einen Alttext, da schreibe ich jetzt was rein, ich habe eine Fig-Caption, ich mache das jetzt alles nach dem Lehrbuch, sondern was man die ganze Zeit, während man das macht, im Hinterkopf haben muss, wie klingt das als Gesamtwerk am Ende? Was kommt an welcher Stelle, in welcher Reihenfolge, wann müssen bestimmte Informationen da sein? Und dabei können eben Alttext und Fig-Caption nochmal eine wichtige Rolle sein, weil die werden dann eben vorgelesen, wenn das Bild an der Stelle, wo das Bild dann halt im HTML eingebunden ist. Und das kann manchmal auch der falsche Ort sein. Und dann muss man halt gucken, was kann man machen, damit das eben nicht ausgegeben wird. Da gibt es eben dann mit ARIA Hidden dann zum Beispiel eine Möglichkeit, dann an der Stelle die Information noch zu verbergen. Auch das kann unter Umständen sinnvoll sein, um nicht zu spoilern oder es passt auch einfach nicht gerade an die Stelle, diese Information. Okay, danke dir, Marc. Ich habe vorhin auch kurz, der Chris und ich, wir hatten schon ein bisschen was im Chat geschrieben dazu. Ich habe auch noch einen Artikel von Scott O'Hara geteilt mit dem Titel How Do You Figure, wo er auch sehr intensiv über dieses Fig-Caption-Element ein bisschen beschreibt. Und da ist, ich fasse noch einen Aspekt zusammen, weil das Figure-Element ist ja auch so gedacht, dass es eigentlich kontextunabhängig platziert werden soll. Also stellt sich das so vor wie in einer Zeitschrift, wo es einen Artikel gibt und dann gibt es irgendwo so einen grauen Kasten und in diesem grauen Kasten wird dann nochmal irgendwie so eine Grafik ergänzend zum Text erläutert. Und eigentlich ist das Figure-Element so beabsichtigt, dass es kontextunabhängig eingesetzt werden soll. Und die Fig-Caption hat dann mitunter auch die Aufgabe, diese Abbildung oder Abbildungen, es kann eine Mehrzahl sein, nochmal in Kontext zu setzen zu dem Inhalt und zu sagen, warum wird das Ganze hier gerade wiedergegeben, ist auch noch so ein Aspekt von der Fig-Caption. Dann eine weitere Frage vom Stefan lautet: Wie kann man für komplexere Visualisierungstools wie zum Beispiel Power BI, das kenne ich jetzt persönlich nicht, sinnvoll Alternativtexte gestalten? Welcher Maßstab kann hier bei umfangreichen Tabellen und Diagrammberichten für verschiedene Nutzergruppen angesetzt werden? Komplexe Frage. Hast du ganz verstanden, worum es geht? Kennst du Power BI oder wie es sich Ja, ausspricht? Business Intelligence, ne? Also da sind wahrscheinlich Dashboards oder so mit gemeint.
Wenn, okay, ich sehe, nicken, alles klar. Ja, man muss einfach sagen, es gibt ja verschiedene Dinge, Informationen darzustellen. Und bei diesen Grafiken geht es ja dann darum, komplexe Sachverhalte so auf einen Blick darzustellen. Und da nicht immer in die Tiefe zu gehen. Meistens sind dann diese einzelnen Elemente, die man auf diesem Dashboard zu sehen hat, dann anklickbar und dann kommt man zu den Detailinformationen. Und genau das müsste man dann halt eben textlich darstellen, dass man halt in diesen Übersichten wirklich auch knappe Informationen hat. Und das muss dann halt redaktionell gemacht werden, so wie ich eben gerade gesagt habe. Wenn man halt eine Grafik hat, die irgendeinen Verlauf, eine Entwicklung oder irgendwas darstellt, dass man wirklich sagt, auf was kommt es mir in diesem Bild an? Das lässt sich dann kaum noch so machen, wie diese Dashboards eingesetzt werden, weil die meistens automatisch generiert werden. Und ja, also es ist wirklich schwierig. Ab dem Moment, wenn man das dann anklickt, und ich nehme mal an, muss ich den Einzelfall angucken, aber es wird echt schwierig. Also diese Nutzererfahrung auf einen Blick ganz viel zu sehen, das ist sowieso schwierig. Das ist eine von diesen Dingen, die man schlecht für Leute, die etwas seriell, also von nur in einer Richtung eindimensional praktisch wahrnehmen können, wie man das übersetzen soll. Das ist tatsächlich eine Herausforderung und da gilt, glaube ich, ganz besonders das, was ich eben gesagt habe, so viel wie irgendwie möglich weglassen, damit dann halt möglichst schnell die wichtigsten Informationen da sind. Stefan, ich hoffe, das hat deine Frage so ein kleines bisschen beantwortet. Ich muss sagen, es ist ein Bereich, mit dem ich persönlich bisher sehr wenig zu tun gehabt habe und es fällt mir jetzt auch etwas schwierig, mich da reinzudenken. Wenn das deine Frage nicht ganz beantwortet hat, dann lade ich dich ein, vielleicht dich später noch mal ganz kurz zuzuschalten. Ich wollte jetzt erstmal noch mal kurz eine Frage von der Dörte nehmen, die, ja, glaube ich, relativ gut zu beantworten ist, nämlich gibt es eine Empfehlung zur Begrenzung von Textlängen für Alternativtexte? Da habe ich eine Idee dazu, aber was sagst du, Marc? Ja, die Idee hätte ich gerne. Man sagt ja immer kurz, ne? Und ich habe neulich ein Angebot getestet. Das war absurderweise so gestaltet, dass die Alternativtexte besser waren als die Texte, die daneben standen. Da standen nämlich allerhand Sachen drin. Also da ging es ums Grundgesetz und da stand im Alternativtext, dass man da sieht, dass Konrad Adenauer da im Museum König das unterschreibt, das Grundgesetz und solche Sachen. Und man sah halt einfach nur Adenauer auf dem Bild mit einem Füller in der Hand. Ne? Das war das, was die Sehenden hatten und die blinden Menschen hatten da mal, gönne ich ihnen auch einen Vorteil. Meistens werden die ja benachteiligt. Insofern ist das, finde ich das ganz fair und ist auch okay. Aber man fragt sich dann halt, ne, warum diese ganzen Infos halt sonst nirgendwo zu sehen sind. Ich habe das hoffentlich gerade so ein bisschen in einem Vortrag schon gesagt, aber es war vielleicht ein bisschen schnell oder ein bisschen viel. Man sollte da wirklich das reinschreiben, was dann noch an Informationen fehlt, wenn die sichtbaren Texte, die ja auch der Screenreader ausgeben kann, wenn da noch was fehlt, wie zum Beispiel eben, dass da eine männliche Person hier sitzt, jetzt im schwarzen T-Shirt mit Brille und Bart. Insofern bleibt da halt in der Regel dann auch nicht mehr viel übrig. Ich plädiere immer dafür, dass da so wenig wie möglich rein muss. Und in der Praxis sind die Texte dann in der Regel auch nicht mehr, es ist kein Bedarf mehr an langen Texten. Aber eine Textlänge kenne ich nicht und in der Praxis hat sich mir diese Frage nicht so gestellt, weil ich eben diesen Weg gehe. Und ich muss dazu sagen, ich mache vor allem redaktionelle Inhalte und dieses mit dem Business Intelligence, das hat mich jetzt auch ein bisschen kalt erwischt, habe ich mir auch keine Gedanken zugemacht. Da wird es echt schwierig und man muss sich da dann konkret auch Lösungen ausdenken. Und ich würde dann auch nochmal da zum Thema mich anlesen und hoffen, dass ein Kollege dazu mal was gesagt hat und das mal schon mal aufbearbeitet hat. Und wenn nicht, dann muss ich halt selber das erarbeiten. Aber das könnte ich jetzt aus dem Bauch nicht sagen. Aber dafür würde ich sagen, geht das dann halt nicht mehr mit Alttexten. Da muss man andere Lösungen finden. Ich würde noch gerne kurz von mir ergänzen und dann hätte ich vor allem, Judith, du hast dich schon, hast den Ton angeschaltet. Ich hätte dich auch tatsächlich gerade danach gefragt, wenn es recht ist, was du dazu sagst. Ich noch ganz, ganz kurz meinen Senf. Also soweit ich das aus dem Lehrbuch kenne, natürlich denke ich,
ist immer irgendwie kompakte und stichhaltige Informationen viel sinnvoller als eine Menge Gelaber. Es ist aber, glaube ich, vor allem auch, es gibt ein Charakteristikum für diese Alternativtexte, soweit ich das weiß, und zwar kann ich im Screenreader Alternativtexte nicht vorwärts und rückwärts spulen, sozusagen. Das heißt, ich muss mir den Alternativtext durchgehend anhören. Wenn ich ihn nochmal hören will, muss ich von vorne anfangen. Ich kann nicht Buchstabe für Buchstabe durch einen Alternativtext durchgehen. Was die Bedienbarkeit von diesem Alternativtext natürlich schwieriger macht und deswegen es möglicherweise nicht das Beste ist, da wirklich Romane reinzuschreiben, weil das einfach die Konsumierbarkeit stark einschränkt. Wie siehst du das, Judith? Ich spreche dich an oder deine Meinung ist Ja, besonders wertvoll, ich weil habe du. ja gerade in den Chat reingeschrieben. Ich meine mich zu erinnern, dass der Bitty-Test sogar irgendwo 80 Zeichen empfiehlt. Und das hätte dann auch die Logik, die mir jetzt so noch nicht bekannt war. Die Braillezeilen kommen ja aus dem DOS-Alter und da hatte man 40er oder 80er gebaut, also 40 Zeichen oder 80 Zeichen. Könnte sein, dass es davon her hergeleitet wird. Ich muss mal nachschauen im Bitv-Test, aber ich bin mir recht sicher, dass das dort steht mit den 80 Zeichen und erklärt dann auch, warum sie das Limit gesetzt haben mit der Braillezeile. Mir sind diese 80 Zeichen jetzt tatsächlich nicht bekannt. Also Marc und ich zumindest, wir führen den BitV-Test auch durch. Aber du würdest wahrscheinlich in jedem Fall, oder Rainer, du, ja. Vielleicht ganz kurz, diese 80 Zeichen beziehen sich, so viel ich mich erinnere, im BTV-Test auf die Länge der Zeichenzahl in einer Zeile. Das denke ich auch, wobei das. Das waren die 80, das ist das, was man so empfiehlt, so um die 80 herum, eben weil die Brailleleiste sonst nicht rüberspringt und damit die Zeilenlänge nicht so. Also die Vorgaben für die Alternativtexte, das Letzte, was ich noch in anderen Leitfäden gehört habe, waren also nicht mehr als drei Sätze. Komplizierter ist es tatsächlich bei Kulturanwendungen, Bilder aus dem Kulturbereich, da bin ich oft am länger formulieren, weil wenn ich zum Beispiel bei Ausstellungen ein Bild aus dem Kunstbereich, aus einer Ausstellung formulieren muss, da muss ich oft noch ein bisschen mehr schreiben, als wenn es tatsächlich um ein Veranstaltungsbild geht, was im Grunde nur illustriert, was da vorkommt und ich da tatsächlich nicht so ins Detail gehen muss. Ich kenne tatsächlich keine bisher, die eine genaue Regel vorschreibt. Also es gibt immer so Pi mal Daumen und Kontextlösungen. Chris, hast du dich absichtlich angeschaltet? Nächste Frage wäre nämlich von dir. Also Nee, gut. war Touchscreen und feuchte Hände. Also gut, dann lese ich trotzdem kurz deine Frage vor, die du reingeschrieben hast. Du schreibst, manche Browserentwickler bieten ja an, dass Bilder ohne Alternativtext, also nicht leeren, sondern fehlenden Attributen, Alternativtext per ML zu bekommen. Das macht ja Twitter, Facebook auch. Zum Beispiel Vorschläge wie Image may contain irgendwas. Was meinst du dazu, Marc? Ist es hilfreich, um Besuchern mehr zu helfen, oder ist es mehr dazu da, es Leuten noch einfacher zu machen, was Falsches zu machen? Ja, es ist sehr, sehr, mein Verhältnis dazu ist sehr ambivalent. Tatsächlich ist es so, dass ich dadurch auf die Idee kam, wie man Personen vernünftig beschreibt. Und Software ist ja sehr pragmatisch, ne? Die sagt dann eben, das ist eine Person, erwachsene Person oder ein Kind oder sowas, männlich, weiblich, was sie da halt erkennt. Und das, finde ich, ist genau das eigentlich, was in das Bild reingehört. Als Mensch sagt man halt nicht gerne, dass da jemand dabei ist. Überlegt man, was darf ich jetzt sagen? Darf ich sagen, dass er dick ist oder beleibt? Oder da fängt man schon an, nach politisch korrekten Begriffen zu suchen und so weiter. Aber das ist ja genau das, was jemand, der das Bild ansieht, da sieht. Da sieht er eben, da ist ein Mensch, der ist schwer oder der ist ganz dünn oder sowas. Und das sagt Software eigentlich nicht. Aber das wäre so ein bisschen das, wo ich immer sagen würde, da habe ich dann halt gemerkt, wie schwierig das auch ist, gerade wenn man höflich ist und sowas, dann halt manchmal zu sagen, manche Leute haben ja schon ein Problem damit, wenn man sagt, das ist ein älterer Herr oder sowas, sie wollen immer jung und jugendlich sein oder so. Und selbst wenn man das höflich und freundlich und wie auch immer ausdrückt, könnte derjenige, der da abgebildet ist, das dann halt schon krumm nehmen, wenn er das, was da zu sehen ist, plötzlich niedergeschrieben sieht. Das ist ja auch immer noch mal eine andere Stufe.
Aber insofern finde ich das, was die Software da macht, weil sie eben da sehr einen pragmatischen Ansatz hat, eigentlich ziemlich gut, weil sie wirklich ganz knallhart sagt, was da zu sehen ist. Das ist die eine Sache, wo ich eine Chance sehe, weil da ist auch keiner dran schuld, dass dann das steht, was da zu sehen ist, sondern steht dann da und das ist halt die Software schuld. Auf der anderen Seite weiß ich halt von Tauben, die dann halt automatische Captions dann halt, Entschuldigung, Gehörlose, die dann automatisch generierte Captions sehen, dass sie die gar nicht mehr beachten, weil natürlich die nicht verlässlich sind. Und ein relativ häufiger Fehler ist ein oder kein. Wenn die Software nicht mitkriegt, dass dann ein K davor ist, dann ist der Satz plötzlich das komplette Gegenteil. Und wenn ich mich gerade bei wichtigen Informationen nicht weiß, an welcher Stelle da die falsche Information kommt, dann kann ich mich da komplett auf nichts mehr verlassen. Und das ist natürlich bei AI noch ein Problem. Dadurch, dass sie eben ganz pragmatisch einfach das wiedergibt, wir haben das gerade gesehen, als der Yoshi auch Deutsch gesprochen hat, dann macht die Software einfach irgendwas draus, was vom Klang her am ähnlichsten wäre im Englischen. Und das zieht es dann auch ganz konsequent durch und sowas. Und es gibt natürlich ein unverständliches Blabla, was da drin steht. Das ist halt dann die Kehrseite. Also einerseits, ja, die kann eine ganze Menge machen. Und wir Menschen machen auch Fehler. Ne? Das ist so ähnlich wie im Autofahren, ne? Auch das Autonome. Ne? Aber eine Maschine wird halt nicht müde. Und die, ich glaube, Facebook hat eine Software gemacht, die besser von den Lippen liest als jeder Mensch. Auf der anderen Seite eben kann ich als Mensch irgendwie überprüfen, macht das an der Stelle Sinn? Und wenn derjenige, der das gesagt hat, sogar noch an dem Verfassen der Alternativtexte oder an den Captions oder was auch immer da jetzt als Alternative angeboten wird, wenn der sogar noch daran beteiligt ist, dann kann der ja sogar noch sagen, nee, das habe ich aber nicht gemeint, ich wollte dieses und jenes sagen. Und insofern würde ich sagen, wenn man Textalternativen erstellen muss, am besten irgendein Gerät mit so einer Diktatfunktion, die halt Speech-to-Text beherrscht, daneben legen, den Text ablaufen lassen und dann hat man den ganzen Text und danach korrigieren. Das ist die effizienteste, die schnellste Möglichkeit, also dieser Mix aus AI und aus Menschen, die dann nochmal drüber gucken. Okay. Ich habe ja noch eine Frage mir aus dem Chat, in dem es übrigens rege zugeht. Vielen Dank für die ganzen Beiträge. Ich kann auch nur dringend empfehlen, da mal nachzulesen. Da gibt es viele Links auch zu diesem Power BI-Thema noch. Eine Frage habe ich mir noch rausgepickt. Ich hoffe, ich betone sie richtig. Ich habe sie 2-3 Mal gelesen. Wir hatten bei einem ähnlichen Thema eine Visualisierung mit D3. Das ist so eine Grafikbibliothek, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Drunter die Tabellen mit den Daten, die die Visualisierung füttert. Nach meinem Verständnis könnte man diese Tabelle doch nutzen als Label. Das ist eine Frage. Ist es so, dass eine Datentabelle als Beschriftung für eine Grafik funktioniert? Oder würdest du in so einem Fall die Grafik einfach tatsächlich eher unterschlagen und sagen, für jemanden, der das rein textbasiert konsumiert, ist diese Tabelle dann aussagekräftig genug? Ja, das sind solche Fragen, die man wirklich immer nur im Kontext, meine ich, sinnvoll, also wenn man das konkrete Beispiel vor Augen hat, beantworten kann. Also bei Barrierefreiheit geht es ja immer darum, dass Leute sich Dinge anpassen können, dass sie aus verschiedenen Möglichkeiten wählen können oder etwas in der Art. Und da denke ich einfach, diese Grafik, die Tabelle und meiner Meinung nach am besten auch immer noch zusätzlichen Fließtext, das sind halt diese Möglichkeiten, mit denen, die man anbieten sollte. Und dann kann sich jeder die für ihn passendste Variante daraus wählen, damit also in dem eigentlichen Artikel mit dem Fließtext meine ich halt, dass man halt das zusammenfasst, was man in der Tabelle davor vor sich hat oder was man auf der Grafik in einem Blick sieht. Aber dieses, ich gucke mir diese Grafik an und habe direkt ein Gesamtbild. Das kann ja keins von den anderen so ersetzen. Und insofern würde ich das dann auch gar nicht so verknüpfen, sondern es steht halt alles auf der Seite, alles ist bereitgestellt. Letztendlich sind alle
Informationen auch mehrfach da und jeder greift auf das zu, was für ihn am zugänglichsten ist. Für einen Legastheniker wäre jetzt wahrscheinlich dann der riesenlange Fließtexten-Grausen. Er guckt dann vielleicht lieber in die Tabelle rein oder beziehungsweise noch in die Grafik. Und dann gibt es ja auch Leute, die funktionieren einfach anders. Ne? Der eine findet die Tabelle auch einfach, diese kompakte Form und diese Zuordnung, dass alles sauber geordnet ist, dann halt viel besser und angenehmer. Der Nächste möchte gerne in Anführungsstrichen das vorgekaut kriegen, auch mit den Erklärungen und mit dem Fazit und was derjenige, der das aufbereitet hat, dafür für Schlüsse zieht. Das möchte auch so einen Text haben. Und der Dritte sagt, oh, ich habe dafür keine Zeit, ne? Meistens die Entscheider. Ich will mich gar nicht detailliert mit einem Problem beschäftigen. Ich will so am besten nur die Lösung wissen und das soll in der bunten Grafik sein. Hier einfach einen Daumen hoch oder runter und das reicht mir schon als Info. Ne? Und einfach verschiedene Dinge anbieten. Alles, was man schon da hat an Material. Ich meine, wir leben ja im digitalen Zeitalter. Es stellt eben auch einfach bereit. Und das es soll jetzt kein Widerspruch zu dem sein, was ich gerade gesagt habe, Redundanzen vermeiden, sondern wirklich, dass man sagt, wir haben die Daten eben als Tabellenform, als Bildform, als Textform und man kann ja mit dem Inhaltsverzeichnis auf der Seite dann die Dinge direkt anspringen, sodass kein Mensch gezwungen ist, sich alles dann durchzulesen oder anzugucken oder anzuhören. Das ist dann natürlich auch wichtig, wenn ich eben Daten und Informationen mehrfach bereitstelle, dass man dann Möglichkeiten hat, an die richtige Stelle zu springen und nicht sich alles ausgeben zu lassen, gerade für Leute, die eben eine Seite von vorne bis hinten durchgehen müssten sonst, also die an der Breitezeile oder am Screenreader sitzen. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alles, was im Chat stand, an Fragen zusammengesammelt. Ich frage euch, habt ihr noch eine Frage, die ihr gerne vortragen möchtet? Will sich jemand zuschalten? Wenn nicht, dann würde ich vorschlagen, wir kommen allmählich in Richtung Ende dieser heutigen Session. Noch habt ihr die Chance. Okay, dann stellt der Rainer die Frage, ob du deine Folien, Marc, in irgendeiner Form zur Verfügung stellen möchtest oder kannst. Von mir aus ja. Ich weiß noch nicht so richtig wo. Also bietet ihr das irgendwie an, dann wenn ich das auf meine Homepage stellen kann, dann könnt ihr dann unter dem YouTube-Video das dann verlinken, ne? Oder wie wäre eine Möglichkeit? Sehr gerne. Also es würde sich natürlich anbieten, dass du das irgendwie unter deinem Namen veröffentlichst. Auf jeden Fall. Ich kann das sehr gerne dann über unsere Social-Media-Kanäle noch verteilen und natürlich in die Aufnahme, die es dann auf YouTube geben wird, auch mit einbauen, auf jeden Fall. Also wenn das für dich funktioniert, das auf deiner eigenen Webseite zu veröffentlichen, dann wäre das natürlich hervorragend. Ja, ich muss dann natürlich fairerweise zusagen, das ist eine PowerPoint-Präsentation, die würde ich dann daraus, würde ich ein PDF machen, das leider nicht barrierefrei ist, weil ich das nicht kann. Ja, ich mache Webseiten und ich habe jetzt PowerPoint, um das vorzutragen, genutzt und ich hoffe, also die Links und sowas, was da drin ist, ist ja dann alles anklickbar. Aber ich müsste das sonst irgendwie in Word reinbringen und dann Überschriften alles ordentlich durchformatieren. Vielleicht ist das auch einigermaßen okay, aber ich gehe nicht davon aus, dass das wirklich barrierefrei ist. Da unterhalten wir uns einfach nochmal drüber, Marc. Ich kann da so ein kleines bisschen vielleicht dazu sagen. Okay, ja, alles klar. Aber schön, also das schon mal als Ankündigung. Das heißt, wir werden das veröffentlichen auf jeden Fall. Ihr bekommt diese Folien, das ist prima. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen allmählich zum Ende. Ich mache noch ein kleines bisschen Werbung für das nächste Mal. Bevor wir das aber tun, erstmal Marc, herzlichen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast zu diesem Thema. Wahrscheinlich hätten wir noch sehr viel länger auch noch darüber sprechen können, aber ich denke, es war jetzt für alle erstmal
Ich weiß nicht, wer für wen irgendwie dieses Thema grundsätzlich komplett neu war. Ich denke, viele haben sich damit auf jeden Fall schon mal ein bisschen befasst. Es ist ein kompliziertes Thema. Ich hoffe, es hat ein bisschen Erleuchtung gebracht. Schön, dass ihr da wart. Das nächste Mal findet am 19. Juli statt. Das ist in fast einem Monat. Und dann wird uns der Markus Herrmann, den ich hier auch sehe, der Markus Herrmann was über Vue und Barrierefreiheit erzählen. Und der ist deswegen besonders gut geeignet, um darüber zu sprechen, weil er da auch gerade ein Buch dazu veröffentlicht hat. Und ich bin ja sehr gespannt, was du uns nächstes Mal berichten wirst, Markus. Euch danke ich, dass ihr heute hier wart. Es hat mich sehr gefreut. Wir waren fast 40 Leute. Wir müssen noch ein bisschen üben, bis wir die Amis knacken, aber das kriegen wir noch hin. 67 ist die Benchmark. Trotzdem toll, dass wir so viele waren. Trotzdem toll, dass so viele verschiedene Menschen heute dabei waren. Ich bedanke mich, wünsche euch alle noch einen schönen und entspannten und halbwegs kühlen Montagabend und hoffe, wir sehen uns dann in einem Monat ungefähr wieder und sag schon mal Tschüss, bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören.